Regenkleidung hilft, das werdet ihr jetzt mal so ein bisschen an dem Video sehen, nach der nächtlichen Regenattacke und der Versuch, das Wasser denn da rauszupumpen, bleibt natürlich logischerweise was übrig. Matsch und Modder, das ist eine ganz normale Geschichte. Also Regenklamotten an und dann werden wir es einfach mal versuchen. Und wenn dann die Grenzen erreicht sind, dann wird wieder aufgehört, was aber an dem Tag nicht der Fall war. Ali und ich, wir haben uns da dann letztendlich dennoch was runtergepackt. Ihr seht es ja an den Polstern, die wir da haben. Und dann schön langsam und vorsichtig sich im Modder bewegen und versuchen, diese Schweißnaht hinzubekommen. Ihr könnt es mal sehen jetzt in den einzelnen Abschnitten, in den einzelnen Minuten, wie es denn so am Umfeld aussieht und wie wir uns da letztendlich denn durchkämpfen konnten. Jetzt seht ihr mal unten so ein bisschen Restfolie, dann die Matte, unsere Regenklamotten und gut ist und schön langsam bewegen, vorsichtig ausgedrückt, dass da nicht allzu viel in der Gegend rum spritzt und jedes Mal auch die Naht neu geputzt werden muss. Beim Igel gehen wir sowieso rüber, das ist klar, zwischen den einzelnen Lagen. Und wenn es sein muss, auch mit der Fächerscheibe. So, ihr seht jetzt mal Ali im Überkopfbereich. Mal aus dieser Perspektive kann man schön beobachten, wie es unter unserem Schweißerzelt in der Schlammgrube dann letztendlich doch umgesetzt wird. Alles wird gut. Denkt daran zwischendurch, wenn ihr den Schweißrad in der Hand nehmt, trotzdem kontrollieren, sind Sandreste dran, sind Schlammreste dran, Feuchtigkeit. Gleiches gilt für die Keramikdüse, für die Wicknadel. Alles müsst ihr zwischendurch mal kontrollieren. Da kann immer mal was rauf kleckern und das ist dann recht ungesund im Schmelzbad. So, das sind jetzt mal so die letzten paar Minuten von dieser Naht. Beide Pendeltechnik, beide Freihandstil. Unsere Stile sind ähnlich und ihr seht, ich habe so den Verdacht, dass der Schweißdraht nicht reichen wird beim Ali. Deswegen habe ich da schon mal so ein Stück parat. Signal hat er schon bekommen zum Wechsel, aber mal sehen. Nee, scheinbar kommt er hin für die letzten paar Zentimeter und dann ist das auch schon abgeschlossen. Daumen hoch, Videos teilen, herzlichen Dank für euer Interesse und eure Abos.